Nachdem Sie die Thunderbird-Installationsdatei heruntergeladen haben, können Sie diese mit Doppelklick öffnen. Es erscheint eine Sicherheitswarnung von Windows. Hier klicken Sie auf Ausführen. Die Installationsdatei wird entpackt. Die Benutzerkontensteuerung meldet sich. Hier auf Ja klicken. Und der Installationsassistent wird gestartet. Den Begrüßungsbildschirm können Sie mit Weiter bestätigen. Dann haben Sie die Auswahl zwischen einer Standard- und einer benutzerdefinierten Installation. In diesem Dialog können Sie auch wählen, ob Thunderbird als Standard-E-Mail-Programm eingerichtet werden soll. Wollen Sie das nicht, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Wir wählen die benutzerdefinierte Installation und klicken auf Weiter. Hier kann das Zielverzeichnis gewählt werden. Es empfiehlt sich allerdings, das vorgegebene Zielverzeichnis beizubehalten. Hier kann angegeben werden, welche Verknüpfungen erstellt werden.